Am 18. November 2012 wurde im Oberschlesischen Landesmuseum in Ratingen eine neue Sonderausstellung eröffnet. Sie widmet sich dem Wegbereiter der architektonischen Moderne Hans Pölzig und wurde vom IFA-Institut für Auslandsbeziehungen initiiert. Museumsdirektor Dr. Stefan Kaiser begrüßte zahlreiche Gäste, darunter den Bundestagsabgeordneten Peter Bayer. Das, was mit diesem Architekten und seinem Schaffen, seinem Schaffensprozess verbunden ist, gehört zu den guten Höhepunkten, die das Architektonische, das Kunsthistorische und letztlich damit das städtebauliche Erscheinungsbild des 20. Jahrhunderts beinhaltet. Meine Damen und Herren, Kultur schafft Lebensfreude, prägt unseren Alltag in allen Lebensbereichen und hat Einfluss auf den Zusammenhalt unserer Gesellschaft. Mit ihr gelingt es, Brücken zwischen Menschen über Grenzen hinwegzubauen. Und dies unabhängig von politischen Interessen und den Alltagskonflikten. Anschließend erläuterte Ausstellungskurator Professor Wolfgang Pehnt in einem Vortrag das architektonische Schaffen Pölzigs. Hans Pölzig war zumindest epochenweise ein Star seiner Zeit. Er mag sich auch so gefühlt und inszeniert haben. Wir haben ja heute unsere eigenen Erfahrungen mit Architekturstars. Diese Ausstellung hier zeigt, wie ein Star von damals seine Mittel eingesetzt hat. In Schlesien erfahren Pölzigs Bauten heute eine neue Beachtung. Gefährdet oder bereits seit langem verloren sind vor allem seine Industriebauten. Mit zahlreichen Bildern, Plänen, Filmdokumentationen und großen Modellen beleuchtet die Präsentation die Arbeit dieser bedeutenden schlesischen Künstlerpersönlichkeit. Die Sonderschau wird noch bis zum 24. Februar 2013 zu sehen sein.